Das hält sich eine Weile. Was da wohl noch machbar ist? Vielleicht machen wir das auch noch mal irgendwann so. Aber ich will mehr die Story genießen, die Nebenmissionen auch machen und jetzt kein großes Farming machen. Obwohl ein paar Waffen vielleicht noch. Hätte ich New Game Plus machen können, hätte ich New Game Plus gemacht. Dann hätten wir nur die Story gemacht und uns vollends drauf konzentriert. Aber egal. Das muss die Höhle sein, von der Schamane sprach. Sie tief? Falscher Knopf. Nein, keine Pirscher. Vielleicht bin ich hier nicht allein. Keine Pirscher. Keine fucking Pirscher. Bitte. Alles, nur keine Pirscher. Pirscher ist das Schlimmste. Hier ist einer der Metallvögel. Blaugans.
Vielleicht sollte ich das Gebiet mit meinem Fokus absuchen. Haben wir fast das DLC auf jeden Fall durch? Wohl doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Ich muss nur da hoch. Da ist das Türschloss. Ich muss es einstellen. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Wie gesagt, im zweiten Teil lese ich dann auch die ganzen Sachen vor. Ich will Sicherheit, aber hier gibt es ja keine Textdeckung dokumentiert. Obwohl, mal gucken. Aber ich hab's eilig. Sorry, ich hab's eilig in diesem Spiel. Falls und wenn ein schwerer Terrorakt diese Einrichtung entweiht. Ich genieße das Spiel zwar. Mal sehen, ob ich das auch alles so. Nee, komm. Nie wieder, also das mache ich gerne. Wenn ich nochmal Trophäen dafür bekommen würde, ja, dann würde ich das auf jeden Fall. Oh Gott. Verdorbene Maschinen, dann gibt es hier den Versänger. Versänger ist also so ein Frozen-Ding. Ja, aber die Frostdinger habe ich doch, Frostklaue. Niemand war hier, seit sie hier eingeschlossen wurde. Wie gesagt, sowas lese ich dann, wenn wir das den neuen Teil spielen. Das sollte leicht abgehen. Ich zeige das dem Schamanen in Sangesgrund. Thank you.
Kein Problem. Mittlerweile. Ich wusste, die sind da. Das soll also meinen Speer verbessern, hä? Hm? So, aber ich mache da dieses. Sich unter dem Schnee im Norden bewegen. Ob das die Mörderklaue ist? Ein Elend jagt das nächste. Jetzt ist auch noch die Mörderklaue zurückgekehrt. Sollte ich das... Schamanengeheimnisse spricht man niemals aus. Sollte ich das hier für dich finden? Binde es an den Speer. Befestige damit das erstmal. Du findest mehr, ganz sicher. Warum hilfst du mir? Das blaue Licht verblasst. Die Maschinenlieder enden. Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten. Es reicht. Wir müssen kämpfen und du... Du bist ein Kämpfer. Wir teilen ein Ziel. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Aber ich danke dir. Spar dir den Dank. Handle lieber. Jetzt kann ich meinen Speer mit Teilen modifizieren. Gar nicht schlecht. Ich könnte jetzt auch meinen Speer verbessern. Die heutige Jagd war erfolgreich. Haben viele Maschinengeister mit dem blauen Licht wiederfunden. Das war sogar eine schnelle Mission eigentlich. Weil ich wollte ja erst die Mission machen.
könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Da hinten sind Bestien, die kämpfen. Wow, noch zwei neue Quests hier. Fremde, dieses Gespräch ist mir eine... Ich habe von dir gehört. In jeder Strophe deines Liedes geht es um einen unmöglichen Sieg. Das Echo ertönt im ganzen Schnitt. Man sollte nicht allem Glauben schenken. Das weiß ich. Mein Lied erschallte früher in Ban-Ur. Umnak, Jäger von legendären Maschinen. Darum bin ich hier. Für noch eine. Man nennt sie die Mörderklaue. Zumindest als ich jünger war. Ihr Tod wäre ein gutes Ende für mein Lied. Ich konnte früher ohne Schlaf von Ban-Ur bis in den Schnitt reisen. Aber diesmal bin ich müde, Jägerin. Doch du, stärker als Aratak, mit deinem eigenen Verak. Wenn auch nur die Hälfte deines Liedes stimmt, bist du die Einzige, der ich diese Jagd anvertraue. Ich soll für dich jagen gehen? Nicht nur für mich, nein. Für einen alten Freund. Ich soll an deiner Stelle jagen. Ist das so eine Art Banuk-Brauch? Sollte es vielleicht, aber nein. Wir überleben und siegen, bis wir an beidem scheitern. Ich gebe zu, das ist nicht leicht für mich. Für jede andere Maschine würde ich einfach sterben, als Banuk-Jäger bei der Jagd. Doch die Klaue hat zu viele Leben gefordert. Mich wegen ihr in den Tod zu stürzen, bewirkt rein gar nichts. Lieber in einer Welt ohne Klaue leben, als zu sterben, während sie noch immer Leben auslöscht. Du scheinst ziemlich bekannt zu sein. Ein Banuk bringt seinen Körper an seine Grenzen. Und meine Grenzen waren hoch. Maschinen mussten erlegt werden und in meiner Jugend erkannte ich mein Talent dafür. Selbst jetzt ist mein Name noch so bekannt, dass der Verak zu mir kam,
Wegen der Mörderklaue. Glaubst du immer noch genauso an dich, wie es dein Verak zu tun scheint? Früher einmal. Bevor der Bogen in meiner Hand zitterte. Erst da sah ich zum ersten Mal die Flecken auf meinen Händen. Wie seltsam es doch ist, alt zu sein. Man blickt auf solch einen langen Weg zurück. Doch vor einem ist nichts als eine Wand. Diese Maschine, die Mörderklaue. Warum den Weg zum Schnittreisen, um sie zu jagen? Manchmal haben die Lieder Refrains, in denen ein Moment wiederkehrt. Es schien passend. Du hast sie schon mal gejagt. Das muss 20 Winter her sein. Wir waren so nah dran, die Klaue zu besiegen. Wir waren näher dran als je zuvor. Wir? Ich und mein Freund. Er war damals ein Häuptling meines Veraks, ein guter Jäger. Alle paar Jahre tauchte die Klaue an einem neuen Ort auf. Ich kannte zwei Häuptlinge, die sie ins Grab gebracht hat. Mein Freund wurde der dritte. Diese Jagd. Ich hoffte, sie für ihn zu beenden. Das scheint dir wirklich wichtig zu sein, Umnak. Willst du wirklich, dass jemand anders die Maschine erlegt? Ich bin der Mörderklaue nicht mehr gewachsen, sofern ich es je war. Stelle ich mich ihr, tötet sie mich. Daran besteht kein Zweifel. Das Banuk-Blut in mir lechzt danach, es selbst mit der Klaue aufzunehmen. Aber sie muss erledigt werden. Und Tote vollbringen wenig. Na gut, Umnak. Ich tue, was ich kann. Du kannst zweifelsfrei eine Menge tun. Es heißt, die Mörderklaue kehre nur einmal alle 6 Winter zurück. Ich habe gehört, sie soll am nordöstlichen Rand des Schnitts zu finden sein. Gute Jagd. Sei gegrüßt. Mörderklaue. Na. Und was hast du? Du bist Eloy, stimmt's? Mein Paps, Burgrent meine ich, sagte, du kämest, um mich zu sehen. Vaga, freut mich. Hey, dein Speer macht echt was her. Das hat sich gereimt. Hast du gearbeitet, stimmt's? Ein, zwei Sachen verändert. Du kennst dich aus mit Waffen. Ich wünschte, diese Banuk sehen das. Ich könnte nicht mal einem Grauhabichtschrott andrehen. Alle wollen nur öde Bögen und Speere. Aber ich mag das Ungewöhnliche. Und sowas haben die Banuk. Zum Beispiel der Speer von Aratak. Ein Eisdorn. Oh, oder die Waffe von Urea. Wenn ich nur in so einer rumstochern könnte, um die Blitze an den Fingern zu spüren. Oder überhaupt in irgendwas, wenigstens. Ich bin am Trinken, mein letzter Auftrag war vor einem Monat. Eine Waffe, die Feuer spuckt. Das lief nicht so gut. Bunker down, we are now being raided. Yes. Danke für den Raid. Long time no see. Ich habe einen Eisdorn. Ich habe einen Eisdorn. Genau wie Aratak. Willst du mal sehen? Im Ernst jetzt? Einfach ja, fast Night Train ja, haben sie geschafft. Gern. Was? Okay. Klarer Baufehler. Das, die haben einen Hype Train ausgelöst, während du geredet. Wow. Das sollte. Uff. Gut, ob du es glaubst oder nicht. Sie erfüllt erst höchstens ihr halbes Potenzial. Nein, Mosi, warum nein. Sie? Oh, Pap sagt, alle Waffen sind weiblich. Er merkt gar nicht, dass das ein Kompliment ist. Folgendes: Wenn wir das Gebiss eines Donners. Die Abos habe ich noch, die hab ich noch mitbekommen. Ich war ja noch im Chat. Und ich weiß, wo einer ist, wenn du mit mir jagen willst. So, wegen der Verbesserung des Eisdorns. Was brauchst du nochmal für die Reparatur? Das Gebiss des Donnerkiefers reicht aus. Was? Also, mal angenommen, du kennst jemanden, der so eine Waffe besitzt. Dein Ernst? Schau sie dir an. Natürlich. Also die Spulen erzeugen den Funken. Die Energiequelle ist nicht einmal verschraubt.
Im Ernst, sie ist wunderschön. Und hi, Felix. Aber auch wunderschön lässt sich noch steigern. Und danke übrigens für den Follow letztens, Felix. Das habe ich zu spät leider mitbekommen. Und ich habe ja die Follow-Alerts aus, weil so viele Bots unterwegs sind. Wow, ernsthaft, Mosi. Eine Waffe, die Feuer spuckt, hm? Wie die hier? Ich habe sie von einem Osaram-Banditen. Kannst du damit was anfangen? Du hast mein Schmiedefeuer? Wenn du Urkut und seine Jungs dafür erledigt hast, gehört sie jetzt dir. Und wenn du es erstmal fertigstellst, mach es, mach sie, so wie sie sein sollte. Das wollte ich hören. Ich brauche eine Brühlrückenschnauze. Oh. Ganz egal von welchem. Schaffst du das alleine? Ich krieg das schon hin. Gib mir die heftigsten Monster, ich mach sie alle platt. Kannst du das wirklich reparieren? Na klar. Vermutlich. Mit der Sturmvogelkralle. Ich brauche die Materialien aber trotzdem noch. Dieses Schmiedefeuer von dir. Was brauchst du noch dafür? Wie gesagt, eine Brühlrückenschnauze reicht. Eine Kleinigkeit. Also, wir brauchen Sturmvogel- und Donnerkieferteile? Und du weißt, wo es sie gibt? Stimmt. Ist aber ein ganzes Stück entfernt. Wir können im Taltreff einen Sturmvogel finden und einen Sturmvogel bei Freihalde. Wir treffen uns dann vor Ort. Das wird lustig. Okay. Selbst wenn ich Lust hätte, nach Süden zu gehen, würde ich nicht weit... Die Mörderklaue. Ja, komm, let's go. Ich bin übrigens hier im DLC-Gebiet. Ich sollte noch nicht hier sein. Ich bin einfach total unterlevelt. Ich bin mit Level 16, 19 so hier hingelaufen. Warum mache ich das? So, wo ist mein... Ja, genau. Let's go.